So, was haben wir hier? Stahl auf Stahl war... Ah, übertrieben, aber wahrscheinlich ist das hier, was wir da gefunden haben an Sachen. Ach ja, hier, Feldhandbücher, Codex-Einträge. Ja, ja, nix ist doch egal. Danke fürs Spielen, danke, dass du Battlefield 1 spielst und an deiner Story-Fortschritte anknüpfen. Brauchst du das Spiel, was? Als Orange SS-Mitglied kannst du das Spiel jetzt mit einem Mitgliedsrabatt kaufen. Alternativ dazu kannst du bis zum Ende der Trial-Phase den Multiplayer-Modus von Battlefield 1 testen. Ja, habe ich gekauft. Ich habe die Dings, ich glaube, ich habe es für 83 Euro gekauft oder so. Das Spiel jetzt, die Special Edition oder was da doch immer war. Ja, am 18. geht's los. Wir können jetzt den Multiplayer mal testen kurz. Das werden wir auch noch auf jeden Fall tun. Zumindest nicht die zwei Maps, die man eh kennt. Auf jeden Fall die anderen zwei, die noch neu sind. Mal sehen, wie sieht das aus? Das ist das erste Mal, dass das Spiel nicht im Browser-Fenster geöffnet wird, sondern richtig wie ein Spiel halt gestartet wird. Das haben sie nämlich immer voll scheiße gemacht. Das hat keiner gewollt, aber sie haben es immer getan. Waffen und Zubehör, 152 Sachen gibt's. Das ist schon mal für den Anfang ganz okay. Geht aber mehr. Das ist für einen Sturmsoldat. Aha, Seitenwaffe, Messer etc. Wenn man drauf geht. Achso, sieht man das nur so. Was haben wir dann sonst noch so zu zeigen? Das ist der Sanitäter. Der hat wahrscheinlich oben andere Waffen, wie ich denke. Speer. Ja, hat der Pilot, Panzerfahrer, Kavallerie, Eliteklassen. Ja. Das sieht ganz cool aus alles. Das ist der Soldat. Fahrzeuge zeigt er an. Die Medaillen wieder, die man sammelt. Klar. Haben sie sehr schön aufgeräumt auf jeden Fall. Man erkennt das sofort, was abgeht. Battle Packs finde ich auch ganz cool. Oh, ich habe ja 5 Battle Packs. Soll ich die jetzt schon aufmachen oder erst? Nee, die mache ich separat auf. Ja, Soldat hatten wir. Kampagne haben wir. Da werden wir auf jeden Fall weiter dran knüpfen. Da. Kriegsgeschichten abgeschlossen. 2 von 6. Ach, das waren schon die 2 von den 6 Stück. Also ist die Kampagne wahrscheinlich kürzer wie die von... Teil 4, gut, die von Teil 3 toppt eh keiner, die ging ja irgendwie endlos. 4 war echt lang, 2, 4 fehlen uns noch, ich bin mal gespannt, was uns da noch erwartet. Und jetzt spielen wir einfach mal den Multiplayer kurz. Server, Browser, eigene Spieler erstellen, schnelles Spiel, Operation, neuen Battlefield-Reihe, nimm an großen angelegten Schlachten teil, die sich über mehrere Karten erstrecken, attackieren oder verteidigen mehr von. Okay, wir gehen mal da drauf. Aha. Wie funktioniert das denn jetzt? Die letzte Schlachten in der italienischen von Herbst 1918. Also die will ich nicht machen, weil ich glaube, die kennen wir schon. In der Hölle. Wie sieht das da drüben aus? Ne, das ist die Wüste. Da habe ich gar keine Lust. Wir nehmen mal das hier, glaube ich. Ja, was auch immer es ist. Oh, was ist das? Am Jahrestag ihrer vernichtenden Niederlage bei Caporetto versuchte die italienische Armee, die verlorenen Gebiete im Rahmen einer Großoffensive gegen die mittlerweile gut vorbereiteten österreichisch-ungarischen Truppen zurückzuerobern. Die Schlacht sollte sich als ultimative Prüfung dieser mutigen Armeen erweisen. Geil. Karte wird gesucht, Modus wird gesucht. Mal sehen. Zerstöre 5 Fahrzeuge mit einem Beton. Okay, erziele 20 Kills vom Rücken eines Pferdes. Puh. Medaillen 3 Tage verbleibend. Ah, okay. Erziele 20 Kills mit LMGs. Ich denke, das können wir mal machen. Schrotflinten und spiele eine Runde, gewinne eine Runde. Die klingt simpel. Okay. Gut. Er findet kein Spiel gerade. Auch nicht schlecht. Dann machen wir es einfach ganz simpel wie immer. Schnelles Spiel. Und wir können das Spiel in Eroberung. Kriegstauben, was? Finde Tauben und lass sie fliegen. Okay. Wash, wie man es kennt. Team Deathmatch. Vorherrschaft. Ich würde sagen, wir machen mal Wash und dann gucke ich mal auf die Karte. Ach, der sucht mir jetzt einfach eine Karte. Na, also pass auf, Leute, ich guck mal, wenn es eine neue Karte ist, gehe ich rein. Wenn nicht, dann bleiben wir draußen. So einfach ist es.
So, wir sind in einem Squad von allen... Ach du Scheiße, Alter, den Trupp will ich nicht. Der Feind rückt vor. So. Wasch, wir sind... Welche Karte ist das? Keine Ahnung. Wir nehmen einfach mal den Sturmsoldaten. Und... Go. Schauen wir mal, wie lange wir jetzt überleben. Allein diese Grafik, ne? Das ist... Da könnte ich... Ich könnte hier nur durch die Gegend rennen und mir Sachen anschauen. Wie ein Bekloppter. Tot, okay. Aber ich dachte, die haben... What the fuck? Die hatten immer noch so viel Leben. Scheiße, Mann, wo die herkamen. Stehen die da zu zweit? Wahnsinn. So. Aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, die Map, das ist die nur ganz normale Map, die man kennt. Gucken, ob die da jetzt wieder stehen. Wampanzer. Jetzt merkt er gerade, dass einer ist. Fährt er wieder zurück. Ha, getroffen. 6 Schaden. Ich habe glatte 6 Schaden dem gemacht. Das ist ja epic. Doch so viel. Komm in das Kampfgebiet zurück. Das sagt jetzt eine Frau einem. Komm in das Kampfgebiet zurück. Krass. Aber warum eine Frau? Ich finde hier nicht mal Gegner, ey. Wir sind hier zu 40 oder so. Wow, das war krass. Der hat geschossen, bevor er mich sehen konnte, wahrscheinlich. Ach, 1-1 steht's jetzt. Der hat mich vorhin, ich hab den vorhin auch abgeknallt. Aber Leute, die Mission kennen wir. Ich würde sagen, pass auf, wir suchen uns mal Vorherrschaft. Und zwar hoffen wir dann mal auf eine Map, die wir nicht kennen. Weil das scheint mir jetzt die Wash-Map zu sein von denen aus der Beta und aus der Gamescom. Da habe ich ja gar keine Lust zu. Team Deathmatch wird wahrscheinlich nur ein kleines Areal sein, von daher... Ja, das wird sein, das machen wir jetzt mal. Das machen wir jetzt auch nochmal kurz. Erobere und halte Flaggen. Festung von Vor. Ja, das ist gut. Die hatten wir nämlich noch nicht. So. Bertha ist Trupp, Bertha ist voll, Albert ist noch dabei. Dann gehen wir mal zu Albert. Oh, coole Festung. Nur im Kreis, mehr ist das nicht. Hm. Warum genügend Spieler? Wir haben 10 gegen 10 fast. Ah, geht doch. Coole Festung auf jeden Fall, aber irgendwie scheint mir das ohne, ja, ohne Dings zu sein. Ohne Fahrzeuge, nur Bodentrupps. Cool.
Das ist wirklich cool. Dann erkunden wir jetzt einmal zusammen noch die Festung. Und dann schauen wir mal, Leute. Ja, dann sehen wir uns ja ab dem 18. eh. Von daher denke ich mal, habe ich dann einiges gezeigt. Ich habe die Kampagne komplett gezeigt bis dahin. Und ich habe dann den Multiplayer auch was gezeigt. Oh, oder? Wow. Wow, 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 wow. Hat einer Mörser-Team aktiv oder was? Lauf ich außen rum. Was der aushält, die Leute. Ohne Witz, das ist das Einzige, was mich wirklich nervt in dem Spiel. Die halten zu viel aus. Okay. Wo haben wir denn? Da unten viel Steine. Ah ne, der ist tot. Ich weiß aber auch nicht, von wo die hier kommen. Die können echt überall spawnen. Sag mal, trifft man den noch? Die Waffen ziehen übelst weg, aber ich denke mal, das soll so realistisch wie möglich gemacht sein, die Waffen. Dass sie früher genauso komisch waren. Da habe ich ihn erwischt. Boah, jetzt dachte ich gerade, der hat mich abgestorben. Wir kontrollieren alle Einsatzziele. Oh fuck, was war das denn? Die Sniper? Krass. Hat er nice geschossen. Wir haben richtig das Einsatzziel cool. Albert verloren. Wir holen uns jetzt auch mal die Sniper. Wir haben Einsatzziel Cäsar verloren. Sag mal, hä? Ey, das ist doch... Was soll der Scheiß? Habt ihr gesehen, wie ich dreimal daneben geschossen habe, obwohl ich genau drauf war? Das ist schon seltsam. Oh, ich wollte wieder belebt. Boah, das sieht so gut aus. In der Nähe deiner Position ist ein Soldatenkit verfügbar. Kann mich meiner wiederbeleben? Ach, Mörser-Team war es. Ja, komm, da hilft nichts mehr. Obwohl? Nee. Nee. Schade. Dann nehmen wir... Wir haben Einsatzziel Bertha verloren. Wir haben irgendwie kein Einsatzziel. Und da die KD ja schon zählt, Leute, werde ich nämlich eh nur die Runde... Jetzt mal im Klaren. Ich halte gar nichts aus. Und die Gegner halten sehr viel aus. Cäsar erobert. Mhm. Da kann man nicht stimmen. Wir haben Einsatz. Oh, der hat die Waffen Gold. Wie cool. Erobert. Das sieht cool aus. Irgendwie immer Medik. Boah, abgestochen. Ja, Mann. Stopp, du dreckiger Nazi. Hier, guck mal da. Zack, 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 zack. Wir kontrollieren alle Einsätze. Oh, geil, Mann. Ich hab so ein Stiletto, ey. Richtig cool. Guck mal, wie ich damit zustechen kann. Ah, ah, ah. Halbzeit. Wir haben die Oberhand. Total geil. Das sieht richtig cool aus. So, okay. Wir sind wieder voll dabei. Genug Menschen abgestochen. Oh, warte mal. Repariere den Stromkasten. Ja, ein bisschen hier, ein bisschen hier, ein bisschen hier davon. So. Muss ich gewinnen. Wow. So, wie gesagt, die Maus muss ich mir dann auch noch einstellen, ganz genau. Sieg. So, Leute, dann das ist so ist auch schön, wenn wir gewonnen haben, auch wenn das irgendwie aussah, als hätten wir verloren, aber es ist nicht so schlimm. Hauptsache, wir haben gewonnen.
Das war schön, das war schön. Das lassen wir, das belassen wir auch dabei, weil dann ist meine KD wenigstens positiv. Und dann kann ich ab dem 18. recht durchstarten mit euch. Und jetzt habe ich euch wenigstens mal alles gezeigt, was euch erwartet. Ich bin immer noch sehr zufrieden, bis auf mit der Leben, mit dem Leben von den Gegnern. Das ist, oder von den eigenen, das ist egal, man überlebt, man hält zu viel aus. Das ist einfach so. Und von daher, was, die haben jetzt eine Kiste bekommen? Was für ein Beschiss. Persönlich, da. Level 2 wenigstens, Rang 2 gewesen, geil. Kills 5, Kills Verluste, Hä, Level 1? Ach so, jemand war Level 0, jetzt bin ich Level 1, ach du Scheiße. Ja gut, Leute, danke, bis zum nächsten Mal, haut rein.